Guten Tag. Was darf ich für dich tun? Mach Platz, ich komm rein. Moin moin. Und jetzt viel Spaß beim neuen Video. Sich auf den Weihnachtsmann zu freuen, weil man das perfekte Geschenk erhält. Ich krieg neue Zähne. Wenn der Praktikant wieder nur dumme Fragen stellt. Also seitdem ich hier bin, habe ich keinen was liefern sehen oder abholen. Haben die dich zu heiß gebacken? Nee, das war dann, haben wir es hier noch eigentlich in der Dämmwolle. Ist dann noch, also die würde ich jetzt nicht anpacken, das jucken die gleich die Hände. Genau, da bin ich als Kind nämlich immer drauf rumgesprungen und dann hat alles gejuckt. Aber doch nicht auf Isolierung. Aber du hast doch gerade gesagt, wenn ich da anfasse, juckt's. Ja, natürlich juckt, weil da immer noch Mineralfasern drin sind. Das macht keinen Krebs, ist so. Macht irgendwas noch auf dem Bauch Krebs? Nein, das macht keinen Krebs. Das darf hier alles ja auch nicht mehr. Wir haben ja auch Bestimmungen in diesem Land. Wir sind ja nicht in Bangladesch. Meine beste Freundin, die blond ist, hat sich einen Computer zugelegt. Ich habe mir jetzt einen Computer endlich mal gekauft, einen neuen. Richtig günstig zu Black Friday, so ein super Deal-Gedöns halt, ne? Der kam auch gestern an und ich habe mich richtig gefreut. Das Problem ist halt nur, da geht nichts an. Also, da geht nichts. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, was da los ist. Und ich gucke da hinten rein und da ist nichts drin. Die Schale praktisch. Der war jetzt auch nicht so teuer. Das ist jetzt nicht das Problem. Irgendwie 60, 70 Euro oder so. Das ist normal. Was soll ich machen? Wenn ATU endlich seinen Fokus auf Service legt. Der Reifen kaputt und nicht nur die Felgen. Ich gehe mich jetzt um den Reifen kümmern. Ich sage euch jetzt gleich Bescheid. Autoteilung, guten Tag. Also ich habe jetzt einen bestellt, eingekauft. Er liefert ihn. Ich habe gesagt, wir brauchen Blitzschnell-Service, weil wir brauchen jetzt diesen Reifen. Du brauchst ja mindestens mal 2 Stunden, bis du die jetzt gewechselt hast. Quatsch, also ich habe den Reifen garantiert vorher da, sehe ich doch. Der Reifen kommt aus Monaco. Okay. Mein Reifen kommt in 2 Minuten. Da kommt dein Reifen von Monaco. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Er glaubt nämlich immer noch nicht, dass der Reifen da drin ist. Jetzt gehen wir nachschauen. Da ist der Reifen. Guck, brandneu. Ey, oh, das ist richtig. 24 hast du gesagt. 295, 30, 24, XL. Ja. ATU. Wenn deine Haare wieder ihre eigenen Pläne verfolgen. Sie wollte doch nur wissen, ob sie mal die große Liebe findet. Karin, was darf ich für dich tun? Ja, ich wollte mal wissen, wie es in der Liebe weitergeht. Dann gib mir mal bitte einen Stopp. Mhm. Eine Stunde später. Stopp. Also das wird hier dauern bei dir, Karin. Mhm. Also ich habe hier vorher noch 2 andere Begegnungen drin. Mhm. Entschuldigung, 3. Hi. Ich habe hier erstmal noch diese 3 Begegnungen und dann erst hier die Herzenskonstellation, die dann aber auch ein bisschen Schwierigkeiten bringen wird, ne? Warum? Weil er dich nicht gleich toll finden wird. Ist das denn jemand, den ich schon kenne? Dann hätte ich gerne von denen den Namen und dann hätte ich auf den gelegt. Jetzt den Namen sagen. Karin, wie oft hast du mich schon in Beratungen gesehen? Noch nicht so oft. Mhm. Du weißt, wie klar und wie direkt ich arbeite. So, warum versucht ihr es dann immer dann von hinten rum und verpatzt eure Chance, wenn ihr mal im Studio kommt? Was sollen diese Spielchen von hinten rum? Was soll das? Auf der einen so. Seite ja. Nee, nein, eigentlich ganz klar. Mhm. Ja, okay. Darum ging es doch im Endeffekt. Also ist doch hier verschwendete Sendezeit, meine verschwendete Energie, die ich von oben bekomme, für dich. Ich habe kein Problem, mich in einer Diskussion öffentlich darzustellen. Konkrete Fragen, konkrete Antworten, darum geht es. Ran. An die Wärmepumpen für freie Fahrt auf der Autobahn. Guten Tag, der Winter naht. Noch immer haben nicht genügend Bürgerinnen und Bürger eine Wärmepumpe gekauft und eingebaut. Noch immer heizen zu viele Menschen in Deutschland klimaschädlich. Um unser Wärmepumpengesetz voranzutreiben, haben wir beschlossen, Wärmepumpenkäufe an Tempolimits zu knüpfen. Wer bis März 2024 eine Wärmepumpe kauft, wird dauerhaft und für immer ohne Tempolimit auf deutschen Autobahnen fahren dürfen. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Spack's mal fest, die Scheiße. Hab ich da neuen TikTok-Trend gehört? Wenn mein Psychiater sagt, ich kann meine Wut freien Lauf lassen. Wenn deine Wimpern nicht ganz windsicher sind. Antes muerte que sencilla.
Und Bro, wie lief dein Date? Mein Bro. Machst du heute Abend noch? Was machst du heute Abend noch? Hab noch nichts vor, und du? Wichsen. Hey! Stark gespielt, wirklich. Dieser eine Freund, der einfach nur vulgär sprechen kann. Egal wie er sich anstrengt. Mann, ich will nicht so reden, ich will nicht so fäkal reden, um auch bei den Frauen einfach mal den Eindruck zu machen, dass ich auch wirklich ein, ich kann auch wirklich ein Lieber sein. Also wirklich, ich kann auch so ein richtig zärtlicher sein, so mit Wange streicheln. Och ja, es wird alles gut. Oh, dein Würgen und dein Alter, wie konnte er das nur wissen? So eine krasse Beratung, er könnte glatt Elektriker sein. Hallo, hier ist Ilona. Hallo Alex. Hallo Ilona. Oh, ich bin ja froh, dass ich durchgekommen bin. Klasse, du bist meine Erlösung. Was darf ich für dich tun? Worum geht es bitte? Ich habe einen sehr hohen Stromverbrauch zu Hause und ich habe schon alles unternommen, damit der Fehler gefunden wird und keiner findet den Fehler. Kannst du mir da eventuell weiterhelfen? Konzentriere dich bitte mal. Kippen ist mein Leben. So, konzentriere dich mal bitte. Ja, mach ich. Also ich habe hier eigentlich den Defekt bei dir in deinen Räumen, verstehst du? Es ist nicht von außen. In meinen Räumen? Ja, es sind hier Geräte, die verbrauchen. Aber du kannst mir sicher nicht sagen, welches Gerät. Eigentlich nicht, also ich habe hier eigentlich schon bei dir eigentlich diese ganze Küchenabteilung, ja. Auch irgendetwas mit so einer Verlängerungsschnur, was ich da bekomme, mit so einem Dreierstecker, was ist das? Da ist mit dem Dreierstecker, ja, da ist der Kühlschrank und das angeschlossen. Oh, die Kleinigkeit, nur der Kühlschrank. Hm? Also es hat hier schon irgendwie auch mit diesen Gerätschaften zu tun. Also wenn alles ausgestopfselt ist, ja, alle Geräte aus, dann müsste doch der Zähler stehen bleiben. Und das sehe ich bei dir, dass er dann stehen bleibt. Okay. Ja? Okay. Alles klar. Vielen Dank, Alex. Ciao. Wenn mich Leute fragen, was ich damals im Physikunterricht mitgenommen habe. Also der Schlüsseltrick funktioniert so. Ich habe den Schlüssel in der Hand, dann schlafe ich ein bisschen ein. Dann habe ich nicht mehr die Kraft, den Schlüssel zu halten. Dann fällt der Schlüssel runter. Dann gibt es ein lautes Geräusch. Lirum, larum, Löffelstiel. Wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Und dann werde ich wieder wach. Das ist genau die richtige Zeit für einen kurzen Mittagsschlaf. Und dann bin ich wieder fit. Clubregel Nummer 1. Brille nicht vergessen. Fucking hell.